Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des allseits beliebten BWL-Podcasts. Heute mit Jonas Steg und David Döbler. Jonas, schön, dass du heute mit dabei bist. David, es freut mich sehr, dass wir heute gemeinsam über das erste Studienjahr sprechen und was wir da bislang so mitbekommen haben in Richtung der vielleicht krassesten Erfolge. Ist natürlich immer ein bisschen relativ, je nachdem, was auch die Startsituation war. Wir arbeiten ja heutzutage aktiv mit fast 1000 Personen in unserem Coaching-Programm zusammen, haben auch schon insgesamt deutlich mehr nochmal gehabt, die irgendwann mal mit uns zusammengearbeitet haben und haben dann natürlich über die Jahre viel mitbekommen, was es braucht, um sehr, sehr gut da reinzukommen. Wir machen dazu auch ein Webinar. Ich denke mal, der Link, der wird unter dem Video vertreten sein. Der wird vertreten sein. Ansonsten gerne mal auf pumpkinkurs.com/webinar klicken. Findet man sonst auch auf Social Media und so weiter relativ schnell. Da gerne mal anmelden, wenn du dich jetzt im ersten Jahr deines BWL-Studiums befindest. Ne? Also wenn das jetzt gerade bei dir angefangen hat, irgendwie studierst du in Mannheim, WU, Frankfurt School, HSG etc. Oder es geht bald los, weil du an einer anderen staatlichen Uni studierst, dann melde dich da auf jeden Fall mal an. Das ist kostenlos. Wir haben am Ende ein ausführliches Q&A auch. Das heißt, da kannst du auch deine Fragen stellen. Wird so von 18 bis 21 Uhr in etwa gehen. Jetzt am Mittwochabend ab 18 Uhr, also 14.09. ab 18 Uhr, wie gesagt, kannst du dich kostenlos anmelden. Du wirst halt über 2-3 Stunden dann ganz genau lernen, wie sicherst du dir richtig guten Praktika, wie sicherst du dir Stipendien, wie netzwerkst du richtig, wie schreibst du direkt sehr gute Noten. Naja, also das, was du brauchst, um solche Erfolge zu erzielen, wie, über die wir heute sprechen, das lernst du dann im Webinar am Mittwochabend in aller Ausführlichkeit. Ja, genau. Und dann, ja, gehen wir mal so ein bisschen rein. Man kann natürlich das in ein paar Kategorien irgendwie unterteilen. Ich denke mal, die offensichtlichste Kategorie ist mit Sicherheit irgendwie Noten. Das ist das, was vielen vielleicht irgendwie direkt einfällt. Da muss man natürlich, finde ich, auch da immer ein bisschen differenzieren zwischen zum einen, wo man studiert, wie anspruchsvoll es da auch ist, entsprechende Noten zu bekommen und zum anderen vielleicht auch, was die eigene Ausgangssituation war. Mit Sicherheit ist es grundsätzlich wahrscheinlicher, dass eine Person, die auch schon ein sehr gutes Abitur gemacht hat, es im Studium auch schafft, sehr gute Leistungen zu zeigen. Haben aber von allem eigentlich immer alles mal dabei gehabt. Wir hatten irgendwie, da werdet ihr im Webinar auch nochmal sehr konkret die Beispiele finden. Heute sind sie ein bisschen anekdotischer, aber wir hatten auf jeden Fall schon sehr viele Personen dabei, die einen hohen Zweierschnitt, teilweise niedrigen Dreierschnitt im Abitur hatten, in das Studium gegangen sind. Natürlich dann jetzt ehrlicherweise nicht immer an eine der absoluten Target-Universitäten, aber trotzdem an guten, häufig auch staatlichen Universitäten und die es dann geschafft haben, einen sehr niedrigen Einserschnitt zu bekommen. 1,1, 1,2, 1,3, so in der Range. Wenn die Leute von Anfang an bei uns dabei sind, das ist ein Ergebnis, was wir durchaus sehr regelmäßig mitbekommen haben. Genau. Was im Bereich Praktika sonst oftmals Erfolge sind, sind beispielsweise Spring Weeks. Also das ist so eins der krassesten Praktikumsprogramme, die du vor allem auch im ersten Jahr deines Studiums, aber allgemein im Studium bekommen kannst. Und das ist dann natürlich ein heftiger Erfolg. Das heißt, wenn du irgendwen siehst, der irgendwie eine Spring Week bekommen hat, jetzt vielleicht nicht bei einer deutschen Großbank in Frankfurt, wo der Bewerbungsprozess deutlich leichter ist, sondern bei den amerikanischen, englischen Banken etc., vor allem natürlich in London, aber ein paar amerikanische Banken und Boutiquen bieten jetzt ja auch Spring Weeks in Frankfurt an, dann weißt du, okay, das ist ein sehr krasser Erfolg. Was inzwischen gar nicht mehr so eine Seltenheit ist, sind halt M&A-Praktika bei Corporate Finance Beratungen, zu sagen wir mal, 5 bis 20, 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ersten Jahr vom Studium. Das sind sehr solide Erfolge. Ja, zu unserer damaligen Zeit extrem krass gewesen. Inzwischen ist es, wenn das Profil passt, eigentlich. Ja, ich würde sagen, das ist schon fast eher der Standard bei uns. Das ist eigentlich im Laufe des ersten Studienjahres auf jeden Fall ein Praktikum M&A erfolgt. Unabhängig von der Startsituation in aller Regel. Also egal, in welcher Uni man studiert, auch beziehungsweise gerade egal, wie das Abitur war, ist das ein Ergebnis, das wir wirklich sehr, sehr häufig sehen. Wenn das nicht klappt, dann klappt aber in aller Regel mindestens irgendwie nochmal ein Big Four oder Next Ten Audit-Praktikum, wenn man wirklich von vielleicht auch nochmal schlechteren Ausgangssituationen spricht. Und sonst schaffen es in Richtung M&A auch viele bereits nach dem ersten Semester, wenn die entsprechende Zeit auch vorhanden ist, muss man mal ein bisschen schauen, ob überhaupt genug Zeit da ist, das
da schon M&A-Praktikum auch stattfindet. In Richtung Beratung ist es dann relativ ähnlich. Also Studierende, die bei uns im Programm sind, werden es normalerweise schaffen, auf jeden Fall im ersten Studienjahr eine Beratung, Praktikum zu machen. Die Qualität der Beratung ist dann auch da sehr, sehr unterschiedlich. Wir hatten schon Personen, die dabei absoluten Top-Inhouse-Beratungen von DAX-Konzernen, Praktika gemacht haben, Big Four und so weiter. Auch das sieht man häufig. Auch spezialisiertere Beratungen wie ZDB zum Beispiel und so weiter und so fort, die einen gewissen Fokus haben, sieht man dann schon signifikant seltener. Aber hatten wir auch schon die eine oder andere Person dabei, die das auf jeden Fall im ersten Studienjahr bereits geschafft hat. Die hatten dann natürlich häufig entsprechend gute Grundvoraussetzungen. Und das spielt dann meist, also das Erreichen von diesem Ziel ist jetzt nicht so, als ob das beispielsweise die Kategorie Noten, die wir eben angesprochen hatten, jetzt irgendwie dann negativ beeinträchtigt oder sowas, sondern normalerweise, und das sehen wir sehr, sehr regelmäßig, schaffen das Leute wirklich alles parallel hinzubekommen. Und das ist dann, glaube ich, auch der große Vorteil vom Programm wie dem unseren, dass man halt eben alles abgedeckt hat und nicht so stark die Vorteile aus dem einen ziehen muss und gleichzeitig im Nachteil praktisch in einem anderen Bereich irgendwo zu sein. Ja, sonst, was man sich halt auch krass war, hatten wir irgendwie auch irgendwie sowas wie HSBC nach dem zweiten Semester, sehr gute M&A-Boutiquen, Häuser, die auf jeden Fall auch entsprechend international vertreten sind, haben wir auch irgendwie dann entsprechende Progress-Stories und so weiter. Und das sind wirklich dann ganz herausragende Ergebnisse, die einen natürlich, also wenn man nach einem Studienjahr so ein Ergebnis erzielt hat, dann ist das halt ermöglicht, dass einem natürlich, wenn man will, noch mehr Gas zu geben und erst recht irgendwie mit dem Bachelor schon ready zu sein für den Berufseinstieg. Es ermöglicht einem im Zweifel aber auch irgendwie auf einem hohen Niveau das Ganze ein bisschen entspannter anzugehen, verhältnismäßig. Man ermöglicht sich halt mit so einem herausragenden Start einfach viele, viele Sachen. Anderes Thema ist vielleicht nochmal Stipendien. Genau, also Stipendien ist inzwischen, ja, ist ein nice Erfolg, ne, aber es ist auch gar nicht mehr so besonders. Also dass Leute, die echt schon seit der 10., 11. Klasse engagiert waren, sehr gute Noten hatten in der Schule, die bekommen eigentlich, ja, ich würde jetzt nicht sagen durch die Bank, aber schon mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit dann auch Stipendien, sei es jetzt die Studienstiftung, sei es irgendwie Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Stiftung der deutschen Wirtschaft, ne, das sind so die gängigen Adressen, wo unsere Leute ein Praktika bekommen. Was auch sehr, sehr üblich ist, vor allem dann beispielsweise bei Leuten, die an der Frankfurt School studieren, ist, dass man 25%, 50%, teilweise sogar 75% Stipendium bekommt. Das passiert auch sehr regelmäßig, was natürlich auch echt coole Erfolgsmeldungen sind. Und was natürlich dann auch irgendwie 20, 30, 40.000 Euro teilweise auch mal entsprechen kann. Und ja, wenn du auch solche Erfolge erzielen möchtest, dann sicher dir auf jeden Fall einen Platz am Webinar nächsten Mittwochabend ab 18 Uhr. Ja. Einfach auf pumpkinquiz.com/webinar gehen. Da kannst du deinen Termin ausmachen, falls du die Folge natürlich zum späteren Zeitpunkt anguckst, aber da keine Zeit hast. Dann auf jeden Fall diesen Kanal hier abonnieren, diesen Podcast abonnieren und auch mal so auf der Website vorbeischauen. Dich einfach mal so eintragen. Da kannst du auch viele Erfolgsmeldungen angucken. Das ist natürlich nur ein Bruchteil der Erfolge, die gesamt erzielt werden, sind natürlich auch öffentlich vertreten, weil nicht jeder sich vielleicht unbedingt damit wohlfühlt, ein Video dazu zu machen oder wir noch nicht dazu gekommen sind, das Video überhaupt hochzuladen, weil wir so viele Videos quasi schon produziert haben und nur eins pro Woche veröffentlichen. Das kann natürlich sein, aber du kannst uns glauben, du kannst gerne auch mit Leuten sprechen aus dem Programm. Ihr könnt dir sagen, da sind sehr, sehr krasse Erfolge dabei und es ist auch komplett logisch, dass man solche krassen Erfolge noch leichter, noch schneller und noch sicherer erzielen kann, wenn man da von erfahrenen Coaches unterstützt wird, die selbst in den Branchen gearbeitet haben, wenn man ein Netzwerk hat aus inzwischen fast 1000 Leuten, die da reinpushen, wenn man halt mit einem System arbeitet, was jetzt seit knapp 3 Jahren die ganze Zeit weiter optimiert wird und erwiesenermaßen seit mehreren Jahren funktioniert. Ja, sonst gäbe es uns ja nicht schon so lange. Von dem her kannst du dir da sicher sein, wenn du das so machst, wie wir sagen, dass das Ganze funktioniert. Gerne mal anmelden. Ja, das ist dann keine Zauberei oder so, sondern es ist einfach so, dass du in jedem einzelnen, auch dieser Bereiche, die wir gerade durchgesprochen haben, halt x% weniger Fehler machst, dadurch irgendwie
10, 20, vielleicht auch 50% irgendwie besser aufgestellt bist, aber das halt nicht nur in einem Bereich, sondern du kannst halt in jedem Bereich immer ein bisschen was mehr rausholen. Weil die große Herausforderung, kleiner Spoiler für das Webinar im ersten Studienjahr, ist halt, man wird vollkommen überrannt irgendwie. Man ist irgendwie neu an der Uni, man lernt super viele Leute kennen. Es sind irgendwie viele Feiern links und rechts von einem, die man ja auch zu Recht irgendwie nicht vollkommen auslassen möchte und auch nicht muss. Gleichzeitig muss man sich vollkommen neu einlesen in Sachen wie Bewerbungen. Man muss irgendwie lernen, wie die Unis funktionieren, wie man es da schafft, sehr gute Noten zu schreiben. Thema wie Stipendien, hat man noch nie Berührungspunkte mit gehabt, muss man sich auf einmal mit beschäftigen. Dann muss sowas hinzukommen wie Spring Week. Das heißt, es sind einfach super viele neue Sachen, die auf einen zukommen. Und das ist letztendlich dann der Grund, warum die Leute bei uns so gute Ergebnisse erzielen. Und da wirst du im Webinar sehr ausführliche Einblicke bekommen. Ist, dass sie in jedem dieser Bereiche Informationsvorsprung haben und in jedem dieser Bereiche immer ein bisschen mehr oder sogar deutlich mehr teilweise rausholen können und halt eben dann nicht den einen Bereich opfern müssen, beispielsweise sagen, ja, ein Stipendium beschäftige ich mich nächstes Jahr erst mit oder sagen, hier, das Engagement an der Uni, was ich irgendwie auch noch machen kann, das finde ich aktuell schwierig, weil ich muss mich ja auch um das und das dann noch kümmern. Also diese Überforderung wird eigentlich brutal reduziert. Und man findet auch direkt einen entsprechenden Freundeskreis und so weiter und so fort. Und das ist dann der Grund. Deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall 100%ig dabei zu sein, sollst du auf gar keinen Fall verpassen, wenn du zu hohen beruflichen Ziele hast und jetzt mit deinem Studium beginnst.